Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du für uns zur Sünde geworden bist, dass du für uns zum Fluch geworden bist. Aber der Tod hielt dich nicht. Du bist auferstanden und lebst. Herr, ich bitte dich, berühre jeden einzelnen Menschen heute hier an ihren Herzen, Herr Jesus Christus, damit sie nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erhalten durch dich, Herr. Denn du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Halleluja. Herr, wo sollen wir hin? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns reingewaschen hast, dass du uns unsere Sünden vergeben hast, dass du unsere Gottlosigkeit vergeben hast. Herr, öffne ihre Herzen, damit die Menschen erkennen, dass du der einzige Erlöser bist. Du bist der einzige Mittler. Du bist der einzige Erlöser. Wir brauchen keine Religion. Wir brauchen nur dich. Und du möchtest eine Beziehung zu uns Menschen haben. Du möchtest nicht, dass der Mensch verloren geht. Denn du hast kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, komm jetzt mit deinem wunderbaren Heiligen Geist über Gelsenkirchen, damit sie erkennen, damit die Augen aufgetan werden, damit sie erkennen, dass du das Leben bist, damit sie erkennen, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass jede Art von Ketten, Gedankenmanipulation jetzt in Jesu mächtigen Namen gebrochen ist. Herr, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Freude, Herr Jesus Christus, die du über deine Kinder hast. Mensch, kehr um, egal wer du bist, egal was du gemacht hast in deinem Leben. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu schlecht. Kehr um und lass dich retten von dem, der das Leben gemacht hat. Denn Jesus Christus ist das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der König der Könige und der Herr aller Herren. Halleluja! Das Grab ist leer.